Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 29. Dezember 2017? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier. Beide Tierkreiszeichen gehören zum Element Erde und damit stehen sie in Harmonie. Und weil die beiden Lichter Sonne und Mond in Harmonie stehen, vermitteln uns diese Energie und wir erleben das als inneren Harmonie, inneren Gleichgewicht. Die chinesischen Astrologen nennen die beiden Lichter als Himmelskaiser, das ist die Sonne, und als Himmelskaiserin, und das ist die Mond. Die chinesischen Astrologen beschreiben die Bewegung, dass der Himmelskaiser, also die Sonne, bewegt sich gerade im Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Und die Himmelskaiserin, also der Mond, bewegt sich im Palast des Westens, was die als weiße Tiger nennen. Unserem Planet Erde nach chinesischer Astrologie bewegt sich gerade im Palast des Südens, was die Chinesen als rote Vogel nennen. Sonne befindet sich also in diesem Palast des Nordens in Tierkreiszeichen Steinbock und bekommt einen Einfluss von einem Stern und dieser Stern heißt Phasies. Und dieser Stern zeigt in die Richtung galaktische Zentrum unserer Milchstraße, unserer Galaxie. Nicht nur dieser Stern, sondern auch die Tierkreiszeichen Schütze zeigt in diese Richtung. Und dieser Stern zeigt uns etwas, sagt uns etwas, nicht direkt, sondern durch die Sonneneinfluss. Die Sonne vermittelt uns, damit wir darüber Klarheit bekommen. Wir brauchen Orientierung, wir brauchen Ziele und da sollen wir konzentriert bleiben. Und dieser Stern vermittelt noch etwas im Gestalt bringen, etwas im Form bringen. Und das ist eine wichtige Botschaft für den heutigen Tag. Unserem Planet Erde bekommt auch einen Einfluss, wird von Alhena bestrahlt. Und Alhena bedeutet übersetzt die Leuchtende, ein Zeichnen. Also, dass wir sollen darauf achten, welche Zeichen bekommen wir heute. Ein Signal, wir bekommen ein Signal und das können wir auch in Form zu bringen, umsetzen, in Realität, das in Form zu bringen, damit das ein Gestalt bekommt. Alles hängt zusammen. Mond bekommt auch einen Einfluss von Allmacht. Und Allmacht bedeutet übersetzt, es kommt von Arabischen wie die meisten Sternennamen, bedeutet übersetzt Umarmung die Boden, Umarmung der Erde, also die Materie. Man hat auch einen Bezug zum Tierkreiszeichen Stier, weil die Tierkreiszeichen Stier hat einen Bezug zu Finanzen, zu Materie, zu Geld. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Stier. Die Stiergeborenen sollen etwas in Form zu bringen. Aber keine schnellen Entscheidungen, sondern alles mit Ruhe, mit Gelassenheit. Die Stiergeborenen bekommen etwas gespiegelt. Und das ist einmal die Mars-Energie. Das kann eine männliche Person sein, das kann auch die Bewegung sein, wie Sport oder Auto oder etwas in Bewegung setzen. Aber diese Mars-Energie bedeutet auch Kraft und Mut. Das kommt nicht von selbst, sondern die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sollen entgegenkommen,
selbst Schritte machen. Wenn es um eine männliche Person handelt, dann sollen sie auch diesem Mann zugehen. Wenn es um Kraftbewegung geht, dann sollen sie etwas in Bewegung setzen oder Mut zeigen, etwas Neues starten. Weil das spiegelt gerade das Leben. Nicht nur die Mars-Energie spiegelt etwas für die Stiergeborenen, sondern auch die Jupiter-Energie. Und Jupiter vermehrt etwas. Das sind auch Gewinnchancen. Und das passt ganz genau auf dem zunehmenden Mondphase. Da vermehrt sich auch etwas. Also jetzt etwas starten, beginnen, würde für die Stiergeborenen Gewinn bedeuten. Und wichtige Themen sind also Gewinn machen oder dass etwas sich vermehrt, Kraft und Mut zeigen, etwas starten, etwas in Bewegung setzen und auch die inneren Gleichgewicht. Und was gibt die inneren Gleichgewicht? Wenn Sie die zu Hause die Ruhe bewahren können, aber auch etwas erreichen können, auch beruflich, damit Sie Ansehen, Anerkennung bekommen, das ist auch ein wichtiges Thema, gerade bei den Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben gerade die inneren Gleichgewicht, die schöpferische Kraft. Und sie haben tolle Ideen und das können sie wunderbar jetzt gerade umsetzen im Beruf, Berufung, Selbstständigkeit. Dadurch bekommen sie Anerkennung und Lob. Sie setzen auch etwas in Bewegung. Was aber wichtig ist, das ist ein Gespräch oder ein Vertrag oder ein Termin. Jetzt nicht warten, bis jemand mit dieser Nachricht kommt oder bietet diesen Vertrag an oder dieser Termin, weil das kommt nicht. Sondern es ist wichtig für die Zwillingsgeborenen, dass sie diesen Kontakt aufbauen. Dann kommt das in Harmonie, kommt auch im Gleichgewicht. Die Kontakte suchen, die Gespräche suchen, die Ideen vermitteln und die Möglichkeiten suchen, Termin ausmachen oder vorschlagen, dass ein Vertrag dann kommt. Also die Bewegung beginnt bei den Zwillingsgeborenen und kommt auch etwas zurück, weil das führt dann zum Erfolg. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen stürzen an die Arbeit und sie haben auch Pflichten und sie wollen das alles bewältigen. Kommen auch neue Ideen und auch Kraft und das ist auch wichtig, im Beruflichen etwas zu erreichen. Aber die liebe Partnerschaft ist auch wichtig und da bekommen die Krebsgeborenen etwas gespiegelt. Dass nicht nur die Arbeit, die Pflichten nachzugehen wichtig, sondern die Liebe genauso wichtig ist. Und sie sollen auf die Partner oder Partnerin zugehen, Gefühle zeigen und nicht zurückziehen, sondern zulassen die Gefühle, weil sie sollen auch die Liebe auch leben. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist heute nicht der beste Tag. Da sind Einschränkungen oder fühlen sie sich nervös oder unsicher. Eine gewisse Spannung ist spürbar heute, aber die gute Nachricht ist, dass ab morgen wird es schon besser und können sie endlich aufatmen. Ein bisschen Geduld noch. Was aber gut sein kann, das ist eine Einladung oder eine gute Nachricht. Damit können die Löwengeborenen rechnen. Vielleicht nicht heute, aber das nähert sich schon. Wichtige Themen sind noch die Karma und karmische Liebe. Liebepartnerschaft steht gerade in die erste Stelle. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen kümmern um die Werten und um ämtliche Situation. Sie wollen das Jahr 2017 so beenden, dass es alles in Ordnung ist. Dass alle rechtlichen und ämtlichen Sachen und die ganze Buchhaltung wollen sie fertigstellen. Und da arbeiten sie und suchen auch eine Lösung. Und sie haben auch diese Kraft und das bringen sie auch in Ordnung. Und in der Liebepartnerschaft haben auch Glück gerade die Jungfraugeborenen.
Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen befinden sich in einer Wandlung. Aber nicht nur diese Wandlung, sondern Kontakte im Ausland. Entweder eine Reise oder kommt ein Besuch von Ausland oder haben ausländische Kontakte oder lernen eine Fremdsprache und die Gespräche sind auch sehr gut. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten. Etwas müssen sie ausgleichen, wie geben und nehmen, Gefühlen zeigen und annehmen, aktiv zu sein, passiv zu sein, also das gerade ausbalancieren, ganz feinfühlig die Skorpiongeborenen. Eine Reise kann auch eine Bedeutung haben oder ein Besuch von Ausland, Fremdsprache, das kann auch wichtig sein zurzeit bei den Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verspüren eine gewisse Unsicherheit. Obwohl es ist alles in Ordnung, sie haben tolle Einflüsse gerade und das bedeutet für die Schützengeborenen einen Aufstieg, berufliche Chancen, Möglichkeiten, Lob, Anerkennung, Glück in die Liebe, Partnerschaft, kommt auch alles in Form. Nicht unsicher sein, auch nicht nervös und auch nicht aufgeben. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wichtiges Thema gerade die Liebe und Partnerschaft. Und dafür verspüren die Steinbockgeborenen die Sehnsüchte. Sie versuchen das Verdrängen, weil die sind nicht immer so romantisch oder sind auch nicht die großen Träumer. Und gerade daran liegt aber die Stärke, das mal auch anerkennen und annehmen, dass sie damit ihren Träumen leben. Und wenn das bewusst ist, dann leben sie wirklich ihre Träume. Und wenn sie das als Ziel setzen, ihre Wünsche, Sehnsüchte zu erreichen, die werden das auch erreichen. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist ein wichtiges Thema, die Ausstrahlung, das Auftreten, das Selbstdarstellung kann auch passieren, dass einige Wassermann geboren ändern etwas in ihrem Aussehen, eine andere Frisur, ein anderer Stil, andere Kleider, ganz andere Auftreten. Kann aber um die Gefühle handeln, selbstbewusster zu wirken, Stärke zeigen. Und es ist sehr wichtig, dass sie wahrgenommen werden. Momentan haben das Gefühl, sie werden nicht richtig gesehen. Es fehlt die Wertschätzung. Aber das ist alles in Ordnung. Sie brauchen dafür nicht zu bemühen, sondern ganz natürlich selbst bleiben, weil daran liegt die Kraft. Und der Erfolg kommt schon in die kommenden Tage, weil sie werden wahrgenommen. Und die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben Glück und Gewinnchancen in Finanzen. Wichtig ist, dass sie intuitiv handeln. Nicht beraten lassen und nicht zu viel nachdenken, weil damit sinken die Gewinnchancen, sondern auf dem gesunden Bauchgefühl hören und etwas riskieren, natürlich nicht größere Beträge, aber diese Chancen sollen die wirklich wahrnehmen, weil das kann Gewinn bringen, gerade bei den Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben kleinere Veränderungen, eine kleine Reise oder Besuch oder ein Fest in Familie oder eine Einladung in Familie. Die größeren Veränderungen werden noch kommen, ab Anfang Januar 2018, da sind dann wirklich Umbrüche und Veränderungen und dann werden die Wiedergeborenen wichtige Entscheidungen treffen. Ein bisschen Geduld noch. In die nächste Zeit wird auch sehr wichtig sein die Werte, Wertschätzung und die Finanzen. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Tagesenergie ändert sich jeden Tag, wenn man genau hinschaut, sogar jede Stunde. Es ist allgemein, was ich vermittle. Das ist nur zum Orientieren. Aber es besteht die Möglichkeit, das maßgeschneiderte Berechnen für Sie persönlich. Was erwartet Jahr 2018?
Was ist die Tendenz? Welche Richtung geht das? Wie verlaufen die einzelnen Monate? Welche Tage sind gut und vorteilhaft? Und etwas Neues zu starten? Wo liegt das Glück? Wo liegen die Hindernisse? Welchen Tagen werden vielleicht unangenehm sein? Wie bewältigt man das alles? Das kann ich ganz genau beschreiben. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Was ich noch erwähnen möchte. Es besteht alles aus Energie. Und wir Menschen haben ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld kommt von uns selbst, von unserem Inneren. Und es besteht von unserem Denken und von unserem Fühlen. Und das, was wir ausstrahlen. Und alles, was wir aussenden, was wir ausstrahlen, das ist die Anziehungskraft. Genau das ziehen wir auch an. Andere Menschen haben auch Energiefeld. Und so wie jeder Mensch ist einzigartig, jeder Fingerabdruck ist einzigartig, jeder Geburtshoroskop ist einzigartig und jeder Energiefeld ist einzigartig. Natürlich, das ändert sich immer wieder mal, wie unserem Denken und Fühlen ändert sich auch. Zu manchen Menschen haben wir einen Bezug, eine starke Anziehungskraft, Sympathie oder Liebe, dann sind wir in Harmonie, im gleichen Wellenlänge. Es gibt Menschen, die können wir nicht riechen, weil wir nicht in die gleichen Wellenlängen sind. Natürlich können wir bemühen, besser damit klarzukommen, aber wir müssen nicht zu jedem gefallen. Wichtig ist, dass wir mit uns selbst zufrieden sind und dass wir mit unserer Umgebung in Harmonie leben. Nicht nur wir Menschen haben Energiefeld, sondern die Orte auch. Es gibt Städte, Orte, wo wir uns wohlfühlen und können wir aufatmen. Es gibt Orte, wo wir uns bedrückt fühlen. Nicht nur die Orte, sondern auch die Räumlichkeiten haben ein bestimmtes Energiefeld. Woher kommt das? Die Menschen, die dort gelebt haben oder gearbeitet haben, sie hinterlassen ihren Gefühlen. Da sind noch Spuren da. Sie haben vielleicht zu viel Angst gehabt. Dann bleibt etwas im Luft und wir atmen das auch ein. Und dann wundern wir, dass wir unruhig sind, dass wir schlecht schlafen. Und es ist wichtig, damit auch bewusst zu sein. Die Zeitqualität gibt die kosmische Energie, diese Einflüsse, was ich jeden Tag vermittle, die Tageshoroskope. Also wichtig ist auch auf die Zeit orientieren, welcher Tag ist gut für uns und entsteht eine harmonische Energie. Wie können wir das ausgleichen? Worauf sollten wir achten? Diese Zeitqualität ist auch wichtig. Aber auch wichtig der Ort. Es ist aber nicht immer möglich, umziehen oder einen anderen Arbeitsplatz suchen, sondern wir sollen diese Energiefelder ausgleichen. Harmonisieren. Die größte Kraft ist die Liebe, weil das harmonisiert, das beruhigt. Aber es gibt noch Hilfsmittel, wo dabei auch hilft, vermittelt etwas. Es sind viele Methoden. Dabei helfen die Töne, die Musik, die Rhythmus, dann auch die Farben, die Himmelsrichtungen bei Einrichtung. Wo ist die Harmonie fließend? Wo ist das störend zum Beispiel? Das zu gestalten alles. Aber auch die Düfte haben ihren Wirkungen. Auch die Kräuter, die Pflanzen
Und ich bin sogar davon überzeugt, auch die Tiere haben eine harmonisierende Wirkung auf unserem Leben. Es gibt aber auch Gegenstände, wie ein Amulett. Das ist zum Beispiel einen schönen Anhänger. Auch als Schmuckstück zum Tragen. Das symbolisiert das Baum des Lebens und da ist eine echte Blüte drin. Dann habe ich dazu ein Duftöl, ein Ritualöl, ein Duftöl. Das ist ein angenehmer Duft. Und mit diesem Duftöl bepinsel ich diese Amulett. Und das trage ich an mir. Dann ist es nicht nur ein Schmuckstück, sondern gleichzeitig ist auch ein Amulett und strahlt etwas aus oder verbindet, harmonisiert. Dieser Duftöl hilft, das Glück zu haben, das Glück anziehen. Und zu jeder Themen gibt es auch einen anderen Ritualöl. All das befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Es wurde auch mal gefragt, ob ich auch nach Schweiz oder nach Österreich die Ware liefern kann. Und ich kann das auch beantworten, ja, kann ich das tun. Und was noch wichtig ist, jetzt nicht bei die Amulett tragen, weil das können wir immer tragen, aber bei Ritualen die richtigen Zeitpunkt. Nicht vergessen, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein und die Rituale auch im richtigen Tag ausführen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.